Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir machen heute zusammen die Limited Perch Edition Lure Drop von Hecht und Barsch auf. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich habe hier ein bisschen was aufgebaut, mein kleines Setup. Und lasst uns nach dem Intro beginnen. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute im Video die Lure Drop Limited Perch Edition, aktuell noch erhältlich bei Hecht und Barsch für 59,95 €, soll einen Warenwert von 120 Euro beinhalten. Sie ist pickepacke voll, ich selber habe noch nicht reingeguckt, das wollte ich mit euch zusammen machen. Wir sind ja bisher noch nie enttäuscht worden von den Hecht und Barsch Boxen oder Center's Pack oder die Süßes oder Saures Aktion. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gucken mal rein. So. Fangen wir mal von oben an. Hier wieder die Expertenkarte der Stefan Behring. Hinten ist der QR-Code, den könnt ihr euch gerne scannen. Drückt auf Pause, scannt ihn. Original unterschrieben. Der sagt auch noch einiges zu diesem Lure Drop. Dann haben wir den Zettel, was da alles drin ist. Da werde ich wahrscheinlich gleich ab und zu mal reingucken müssen. Kleiner Sneak Peek. Hinten ist auch noch das Unboxing-Video von Hecht und Barsch. Könnt ihr euch da auch angucken. Wir fangen an. Wir haben von Neuki den Blue Shrimp in 2,5 Inch. Ich glaube, die Farbe Hashtag 36. Ja, mach scharf. Ein Feature Bait. Steht hier noch was drauf? Keep Clean, ja, ist klar. Er ist wieder Phthalat Free. Made in Japan. Hier schauen wir mal rein. Wir holen mal einen raus. Es sind drinne. Steht ja gar nicht drauf, wie viele da drinne sind. 2,5 Inch. Flutter Kick Action. Ich glaube, da sind aber 8 Stück drinne, glaube ich. Steht auch nirgends. Steht wirklich nirgendwo drauf. Auf jeden Fall. Eine super Creature Bait. Zu fischen an jeden Finesse Rig, als Trailer, an Stand-Up Jig, langsam, gerade jetzt im Herbst, schön über den Grund zuppeln. Ich denke mal, da freut sich jeder Barsch. Sind auch gut geflavored, nicht zu ölig. Von Neuki den Blue Shrimp. Warum der Blue heißt, weiß ich nicht. Machen wir mal weiter. Hier oben, dann haben wir das Finesse-Filet, den Finesse-Filet-Wurm in 12 cm, 5 Stück sind drinne in der Farbe UV-Kiwi, 5 Stück in der Packung, wie immer, hinten drauf die Montageanleitung, ein Dropshot, Chiburashka Rig oder am Net Rig, genau, das ist mir hier nicht eingefallen, Net Rig, Stand-Up Rig, wie ihr es nennen wollt. Wir schauen mal rein. Ich mag Würmer, gerade zu dieser Jahreszeit, in der kalten Jahreszeit, kann man wirklich schön mit einem Net Rig über den Grund zuppeln oder auch am Dropshot. Farbe haben wir gesagt. Kiwi, hinten ein Twisterschwanz und hier noch so eine kleine Verdickung dran. Tolles Material, ihr seht das, sehr stabil, hält einige Bisse aus, viele Fische. Nicht zu doll geflavored, aber riecht genauso wie die Neuki-Sachen. Hier vorne sind noch zwei, könnt ihr das sehen? Jetzt hier nochmal zwei Reizpunkte.
wenn ihr mit einem Dropshot-Haken angelt oder einem Offset-Haken, da geht der Barsch nochmal richtig steil. Gut, machen wir mal weiter, machen wir mal beiseite. Dann haben wir von der Firma Owner Hooks Lurefans den F10 in 10 Gramm, ein Spinnerbait. Schöne Farbe, steht auch leider nicht drauf. Hier hole ich mal raus. Tolles Ding, echt super. Mit zwei Spinnerblättern oben drauf. Kann gar nicht raus. Schöne Fransen hier. Ihr seht die beiden Spinnerblätter, die dann nachher ordentlich Rabatz machen werden. Ihr könnt da noch einen Trailer drauf machen. Meinetwegen auch den Blue Shrimp oder auch, naja, der passt doch farblich nicht ganz so dahin. Aber ich würde ihn immer mit Trailer angeln. Den könnt ihr auch schön durchs Wasser ziehen. Macht Rabatz. Super. Was hatte ich gesagt, ne? In 10 Gramm. 10 Gramm. Farbe steht leider nicht drauf. Er ist sinkend, ist klar. Bei 10 Gramm wird wenig an der Oberfläche schwimmen. Schönes Teil, wirklich. Gut, machen wir mal weiter. Dann haben wir von der Firma Westin den Blade Bite Tungsten Jig. Er ist in der Farbe Gold Rush. 21 Gramm, das ist schon ziemlich schwer. Da kommt ihr so ein gut mit auf den Grund und auch schnell auf den Grund. Ich werde ihn mal aufmachen. Westin, sehr guter Köder. Oder Westin, wie ihr es nennen möchtet. Hier ist noch erstmal noch Schutz. Den müsst ihr abmachen, ne? Für alle Anfänger, die damit angeln wollen. Den könnt ihr so auch schön über den Grund schnattern oder auch ziehen. Vorne ein massives Westin-typisches Blade dran und unten nochmal beschrieben, könnt ihr ja auch nochmal sehen, unten auch nochmal beschrieben. Oh, wir haben gar nicht den Test gemacht bei den anderen, UV-aktiv oder nicht. Er ist unten am Bauch UV-aktiv. Schöner Köder, ziemlich schwer, aber okay. So, dann haben wir von Van Hook den Devil Downshot Single. Wahrscheinlich für eine Dropshot-Montage ein Haken in der Größe 4, 10 Stück sind drin. Die brauche ich nicht einzeln rauszuholen. Aber sie sind nadelscharf und für eine Dropshot-Montage perfekt. So, machen wir weiter. Wir haben noch mehr Terminal-Ticket. Und zwar drei Jigköpfe von Musaka in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Einmal einen klassischen Jigkopf und zwei für Netrig Stand-Up Jigs. Heißt nicht Stand-Up Jigs? Ich glaube ja, Stand-Up Jigs. Für die Würmer oder auch für die Noiki Crow hier. Crow ist eine andere Firma, ne? Für den Blue Shrimp. Also wie gesagt, die Boxen sind alle ready to fish. Ihr seht es. Dann haben wir hier noch, was man immer gebrauchen kann. Dulock Snaps in der Größe XXS bis 15 Kilo. 15 Stück sind drin.
Er ist laut, er macht ordentlich Lärm unter Wasser. Ein Ripper 7S. Ich habe den Köder so noch nie gefischt, aber Firma Berkeley ist auch Verlass drauf. Gut, machen wir mal weiter. Durfte nicht fehlen von der Firma Yuzuri den 3D RX Prism Scale. Ein ganz toller Köder. Den habe ich selber schon gefischt, ja. Schön kleiner Köder. Wir gucken mal, aber er ist UV-aktiv auf der Seite. Kann man sehen. Ganz toll. Hier oben drauf steht nochmal die Größe und Gewichtszahl. Er ist 8 Gramm schwer, 50 mm lang, also und hat eine Lauftiefe von 90 cm, steht hier, 3 Fuß. Die Hakengröße 8 und die Ringe, die Sprengringe, Hashtag 2, Größe 2, da steht ja bei den Ködern immer drauf. Er ist rasselnd, nee, ist nicht silent. Wie gesagt, an der Seite hat er seinen auffälligen UV-Streifen für die aggressiven Bisse der Barsche. Gut, machen wir mal weiter. Wir haben von der Firma LMAB ein Medium Stretch Fluorcarbon in der Größe 0,25 bis 4,6 Kilo. 30 Meter sind auf dieser Spule drauf. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, dass man den Jigkopf hat, dass man die Snaps hat und dass man den passenden Köder dazu hat. Also ich kann euch nur sagen, die Boxen haben mich noch nie enttäuscht. Machen wir mal weiter. Schnücki für den dicken Angler. Dann haben wir noch mehr Haken. Ein Wurmhaken in der Größe 2,0, 55B Flat steht da drauf. Für die Offset-Montage kann man auch nie genug haben. Es sind 1, 2, 3, 4, 6 Stück drin. Ja, wie gesagt, Größe 2,0 von der Firma Van Fuck, wie man es nennen müsste. Es wird besser. Wir haben noch den von der Firma LMAB, den Tungsten Bullet Weight drin, 5,3 Gramm, 3 Stück sind drin für die Carolina Rig oder Texas Rig Montage. Auf die Vorfachschnur binden, eine Glasperle ran und dann kann es losgehen. Es geht weiter, es ist jede Finesse-Methode hier bindbar mit dem Material, was in dieser Box ist. Wir haben den Tungsten Dropshot in 10,6 Gramm, 2 Stück sind drin für die Dropshot-Montage. Hinten auch nochmal der QR-Code, könnt ihr euch gerne abscannen, macht mir nichts. 2 Stück in Tungsten, wohlgemerkt. Das Bleiverbot kommt ja immer mehr, immer dichter. So, was haben wir dann noch? Noch mehr Schnellvieh für den dicken Angler. Wahrscheinlich kommen die dann auch auf die 120 Euro. Was habe ich euch gesagt? Wir hatten gerade das Tungsten Bullet Weight oder den Tungsten und jetzt haben wir die passenden Glasperlen dazu in der Größe 8 mm. 10 Stück sind drin. Das und das. Da könnt ihr euch euren Carolina Rig oder Texas Rig mitbauen. Es eigentlich im Herbst und im Sommer auch eine Waffe. Ich fische ihn an oder fische die beiden Methoden am liebsten. Im Herbst, Winter kannst du schön über den Grund ziehen, dein Köder oder das Bullet Weight. Der Köder sinkt langsam runter und dann kommen meistens die Bisse. Ist eine geile Sache. Dann haben wir von der Firma, wie so oft, Firma Zeck von Barsch Alarm, den guten Johannes Dietl, den Sexy Schwimmer in 8 cm Motoröl UV-aktiv. Ich glaube, den haben wir jetzt bis zur Vergasung schon mal aus den Boxen geholt und aus der Center's Bag und überall, wo sie waren. Hier im Adventskalender im Hintergrund ist er auch drin.
absoluter Barschmagnet. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Motor Oil, auch eine super Farbe. Auch an verschiedenen Rigs zu angeln. So. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Lurop Barsch Aufkleber drinne. Wie immer in den Boxen. Sieht auch noch ganz gut aus. Und dann haben wir noch einmal die Rabattkarte drinne. Für richtig sparen auf Tubes. Ich denke, das soll es gewesen sein. Das ist wieder eine mega geile Box geworden. Die ist leer. Ihr könnt sehen. Alles drin, was man braucht, um Barsche, um die Kirschen zu pflücken. Ich denke mal, ich werde morgen gleich mal losgehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde hier erstmal aufräumen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt alle gesund und munter. Euer Stefan.